Warum? Zeig mir deine Gefühle. Komm, give it to me, bring it to me. Ich wollt glücklich sein. Ja. Doch du ließ mich allein. Wann kommst du zurück? Nicht in die Dreckung. Sag wann. Junge. Scheint uns das Glück. Oh ja. Oh nein, oh nein, aus, ich wollte mir. Das ist so lahmarschig, Mensch, das tut doch nicht. Mein Gott, morgen steht in der Zeitung, Camilo Rodriguez, das erste Schlafmittel, das man mit den Augen einnehmen kann. Junge Mensch, wir machen hier Fernsehen und keinen Spaziergang auf dem Friedhof. Moment, ich komm mal runter. Camilo, Junge, bist du eigentlich wahnsinnig, sag mal. Ich hab dir gesagt, nicht in die Kamera reingucken. Ich will deine Fresse nicht in der 3 sehen, verstehst du nicht wahr? Hä? Ja, du, nein, so geht das nicht, Camilo, nicht wahr? Ich habe gesagt, nicht in die 3 und mach nicht so viel mit dem Gesicht rum. Mein Gott, Junge. Du bist schuld, wenn mir irgendwann mal die Herzklappen rausfliegen, hä? Wenn mir Black vor Augen wird. Gott bewahre, Junge, das geht nicht. Also, so ist das Mist. Jetzt bist du schon seit 60 Jahren im Geschäft. Und ich dachte, ich könnte mit dir mal die Sau rauslassen, nicht wahr? Was machst du? Du sabberst mir alle Mikrofone voll, das ist scheiße. Hm? Wie rennst du eigentlich wieder rum? Wie siehst du aus? Mein Gott, so kann ich dich doch nicht vor die Leute lassen. Wir machen hier Fernsehen, Junge, nicht wahr? Du siehst aus wie ein Sylter Skilehrer. Das ist scheiße, Junge. So können wir nicht arbeiten, nicht wahr? Und noch was. Bei der Zeile, die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn und ich frage mich, warum. Warum, Junge? Dieses Warum muss ganz allein im Raum stehen bleiben. Ich war ganz allein, selbst wenn alle weg sind, muss immer noch das Warum unter der Decke kleben, nicht wahr? Warum stehe ich hier, nicht wahr? Warum? Gut. Ja, nein, nein, nicht so wie ein Kalb. Camilo, nein, nicht so. Das ist ja zum Gott, aber... Nein, Camilo, nicht so, du musst nachdenklich gucken. Schau doch mal nachdenklich, ja? Nein, du musst so aussehen wie dieser, wie heißt der, dieser Grönemeyer, wenn er so viele Flugzeuge gefressen hat, immer Bauchschmerzen hat, nicht wahr? Camilo, kannst du nicht einmal nachdenklich gucken? Jetzt überleg doch mal, diese alte Schlampe hat dich hängen lassen, nicht wahr? Du bist down and out. You got trouble in oder on your mind, nicht wahr? Du bist völlig fertig. Da guck mal noch ein bisschen nachdenklich. Hä? Guck doch einmal nach, tu deinem Regisseur einen Gefallen und schau nachdenklich. Wie viel sind 9 mal 7? Ja, so will ich dich haben. So ist gut. Das ist gut, sehr gut. So bleib mir jetzt einen Augenblick, ja? Sag mal, ich habe das Gefühl, du bist überhaupt nicht bei der Sache. Wo schaust du eigentlich die ganze Zeit hin? Was ist das? Was ist das? Wer hat mir diese Frau hier in die erste Reihe gesetzt? Ich habe gesagt, keine Frauen in die erste Reihe. Sie machen mir meine Künstler verrückt. Wissen Sie das? Ziehen Sie mal Pullover ein bisschen runter. Ja? Camilo, sie macht dich an, stimmt's? Hä? Ja? Sie macht dich an, nicht? Ah, ich sehe es, wie sie dich anmacht. Ja, jetzt macht sie mich auch an. Ah! Sie macht dich an, Camilo. Ich weiß das, aber ich kann es verstehen. Sie hat schöne Augen. Wunderschöne Augen haben Sie, das wissen Sie, da stehen Sie mal auf, Sie sind der Entdeckung in Kreuzberg, bleiben Sie sitzen, um Gottes Willen, ja? Mein Gott, diese herrlichen Augen, schau in die Augen, was siehst du, Camilo, hä? Ich sehe alles. In Ihren Augen sehe ich die Nordsee, Flandern, blaue Augen, gell, blaue? Ich sehe alles blau hier durch, aber blau, herrlich blau hier. Die Nordsee, Flandern sehe ich, ich sehe den blanken Hans, nicht wahr? Ich sehe Insel Rügen, ich sehe Engholm, ich sehe alles in Ihren Augen, schau dir doch diese Augen an. Diese engholmigen Augen, wunderschön. Was siehst du, Camilo, hä? Trabi-Scheinwerfer. Du bist bescheuert, bist du. Camilo, diese herrliche Augen, beleidige mir diese Dame nicht. Sie gehören hier gar nicht in die erste Reihe. Sie gehören auf die Luxusjacht eines irakischen Ölmagnaten mitten im Persischen Golf. Sie gehören mit mir heute Abend. Sie gehören hier nicht her. Wie gesagt, in die zweite Reihe oder in die dritte. Meine Damen und Herren, um was geht es heute? Mein Name ist Richie Weißmorb. Ich bin der Regisseur dieser Sendung. Wir haben versucht, die Gürtellinie ziemlich tief zu legen. Das muss auch sein, weil ich bekomme manchmal Post. Da wissen Leute, dass ich sowas mache und die schreiben mir, ist der Gummi wirklich sicher, schreibt mir Petra 19. Das kommt drauf an, was Sie damit vorhaben, Petra. Das kommt drauf an. Einen guten Gummi erkennt man an 3 Merkmalen. Er muss dehnbar sein, nach dem Dehnen wieder zurückflutschen und er darf sich nicht in Wasser auflösen. Mach dir Mund zu, Camilo. Ja, reihenweise nicht oder das Schlimmste überhaupt. Warum bin ich in der Pubertät? Das hat noch niemandem geschadet, nicht wahr?
Oder warum sind die Geschlechtsteile alle unten? Das darf nicht wahr sein. Camillo, hör dir das an. Genau, das muss ich mitmachen. Okay, so. Wie gesagt, wir sind der Meinung, wir müssen so etwas bringen, nicht wahr? Die Zeiten sind hart, aber modern, nicht wahr? Es ist kalt draußen, man sucht einen Partner, das ist ja auch ganz schön so. Aber die meisten Leute wissen einfach nicht, wie es geht. Da wird einfach angemacht, was das Zeug hält und keiner kennt sich da aus, nicht wahr? Dann weiß man, mit dem Küssen beginnt man. Jetzt wissen, was mit dem Kuss los ist, nicht wahr? Der Kuss, sagt man nach den ersten 30 Sekunden, sagen die Wissenschaftler, entscheidet der Kuss, nicht? Wie geht's beim Küssen? Was ist beim Küssen wichtig, meine Damen und Herren? Der Kuss ist die, würde ich sagen, fast perfekte Simulation des Eigentlichen, nicht wahr? Der Kuss ist quasi der Agent ins Innere des anderen, nicht wahr? Jetzt gibt es Leute, die reden oder singen über Pralinen, süße Küsse, über Küsse, die nach Wein, Zucker, Meer oder sonst was schmecken, die haben überhaupt keine Ahnung. Was geht beim Küssen ab? Mach den Mund zu, Camillo. Was geht beim Küssen ab? Bei einem Kuss tauschen die Partner zunächst erst einmal ein paar Millionen Mikroben und Bazillen. Ja? Die vermehrte Speichelproduktion spült letzte Essensreste weg. Und ein irgendwo herumlungernder Kaugummi wechselt unbemerkt den Besitzer. Zahnspangen fangen an zu vibrieren und die eine oder andere Brücke bricht. Der Herzschlag schnellt auf 150 Schläge in der Minute und so ziemlich alle Flüssigkeiten im Körper geraten in Wallung. Es ist praktisch so, als wenn oben jemand klingelt und unten einer aufmacht, meine Damen und Herren. So geht das mit dem Küsser. So ist es. So geht es auch mit dem Küssen. So. Mach den Mund zu, Camillo. Was? Du willst mir was sagen? 63. 9 mal 7. Ja, hervorragend, Camillo. Ja, nein, auch nicht. Das kann er auch. Super, meine Damen und Herren, ich verziehe mich jetzt. Ich mache die Bühne frei für meine Künstler. Camillo, du altes Gemäuer, wir gehen hinter die Bühne, schauen uns die Show an. Komm, Camillo. Okay. Herr Schmidberger. Wir machen jetzt die Aufzeichnung Ihres Liedes, nicht wahr? Ja. Yeah. Nehmen wir schön in die Kamera gucken. Ja. Yeah. Alles klar? Dann los, Herr Pianeur, flügeln Sie los. Veronika, Veronika, ich bin in dich verschossen. Veronika, Veronika, ich finde dich zum Kossen. Halt, halt, halt. Küssen, Herr Schmidberger, nicht wahr? Küssen. Yeah. Nochmal bitte. Veronika, Veronika, ich finde dich zum Küssen. Veronika, Veronika, ich kann dich nicht mehr lüssen. Aber Herr Schmidberger, doch nicht lüssen. Lassen natürlich. Singen Sie doch bitte lassen, ja, Herr Pianeur? Na? Lassen, ja. Veronika, Veronika, ich kann dich nicht mehr lassen. Veronika, Veronika, das soll ein jeder wissen. Wissen, wissen, nicht wassen. Wissen, nicht wahr, Schmidberger? Ja. Wissen. Veronika, Veronika, ein jeder soll es wissen. Veronika, Veronika, ich bin in dich verschissen. Herr Schmidberger, also... Was denn jetzt? Veronika, Veronika, ich bin in dich verschossen. Veronika, Veronika, du wunderbares Mossen. Hören Sie mal, Herr Schmidberger, so geht das nicht. Jetzt nehmen Sie sich doch mal zusammen. Joe, hast du sowas schon mal gehört? Der ist ja blöd wie ein Vierkornbrot. Schmidberger, es heißt nicht Mossen, sondern Wesen. Ja. Du wunderbares Wesen. Ja. Eine wunderschöne Zeile. Von mir. Also, bitte, ja. Los. Wesen. Ja, was ist denn? Ich hab keine Musik. Ach so, flügeln Sie los, Herr Pirner. Wesen. Veronika, Veronika, du wunderbares Wesen. Veronika, Veronika, ich träum von deinem Besen. Wie bitte? Wie bitte? Mach ich doch auch nicht. Busen. Veronika, Veronika, dein wunderbarer Busen. Veronika, Veronika, versetz mich in Ekstusen. So, jetzt raucht's mir aber, Herr Schmidberger, nicht wahr? Sie sind entlassen. Reis, verlesen Sie das Studio auf der Stulle. Und zwar Stall und Läuse.
wenn ich mich vergosse. So, muss ich deine Herzkunde erfüllen. Hallo. Was soll denn das Typ irgendwie, verstehst du? Conny, sag mal, hast du irgendwo den Richie gesehen, den Reggie? Ja, wo ist er, du? Ja, muss er irgendwo sein. Sorry, ich habe mich mit ihm verabredet. Ja, wo ist er denn? Ja, ich sehe ihn nicht. Wo soll er sein? Wo? Ach da, du I'm so blind irgendwie. Okay, total Wahnsinn irgendwie. Danke. Danke. Hallo Richie, grüß dich. Ja, total, ich sehe dich flipp aus. Hallo, wie geht's? Du, pass auf, Richie, ich habe meine Filmtakes alle fertig geschrieben. Können wir die mal durchsprechen? Ja, wir können es auch später machen, natürlich, klar. Übernächste Woche, oh, das passt mir gut, du, total. Was? Übernächstes Jahr. Oh, das passt total in meinen Terminkalender, okay, durfte. Ah, du, pass mal auf, ich setze mich hier irgendwo ins Café, wenn du Zeit ist, kommst du gleich ein bisschen was rüber, reden wir ganz lieb drüber und so, alles klar. Also ja, ich suche mir irgendwo einen Stuhl, kommst rüber, bis nächstes Jahr dann gleich. Ciao, servus. Du. Hallo, ist er noch frei? Oh, ihr müsst nicht aufstehen, irgendwie bleibt doch sitzen, okay? Sorry, ich wollte euch nicht verscheuchen, okay? Gilbert, machst du mir einen Gugelhupf, ja? Ja, und eine Schale, genau. Eine Wasserschale. Was? Ah, ne, tut mir leid, du hieß eigentlich besetzt, sorry, ich warte auf den Regisseur, okay? Ja, aber kannst dich ruhig einen Augenblick hinsetzen, bist halt eine Frau, irgendwie setz dich ruhig, hallo, Frauen haben bei mir immer Platz in der ersten Reihe, hallo, grüß dich. Augenblick, Conny, ja? Hast du irgendwo den, was? Hast du irgendwo den Rosa gesehen? Ja, grüß ihn ganz lieb von mir, okay? Danke, ciao, servus. Ja, das war die Katharin von Rosa, ne? Rosa von Braunheim, genau, ein lieber Typ irgendwie, total lieb auch und so. Ne? Du, musst ich dir erzählen, du, der Rosa, der hat mir mal eine Filmspule geschenkt, ne? Als ich mit Wim gerade ein Skript von ihm durchsprechen wollte, ne? Auch ein dufter Typ, der Wim total lieb, ja, und Jim Jarmusch, genau, Muschi, genau, also macht dufte Filme, genau. Und Muschi liebe ich total irgendwie, ne? Pass auf, Wim und Margarete von Trotter natürlich, klar, du, ein feiner Kerl irgendwie, ne? Du, pass auf, die Margarete, die hat mich ja eigentlich erst zum Film gebracht, du, da habe ich mal einen Film von ihr gesehen, da dachte ich gleich, oh Mensch, da musst du auch einen machen, ne? Und jetzt mache ich einen Kurzfilm, also total kurz und intensiv, schnell und gleich ran ans Thema. Ich heiße übrigens Rudi, wie heißt du? Ruth? Oh, das ist ein dufter Name, du. Oh, sorry, das ist ein dufter Name, du. Oh, bleib dabei, du. Total dufter irgendwie, ja. Aber pass auf, du, da fällt mir gerade was zu ein. Wie findest du das auf ganz spontan, du? Irgendwie findest du das? Müde bin ich, geh zu Ruth. Ja, sorry, ah, das ist mir gerade so spontan gekommen. Du, manchmal bin ich so crazy irgendwie immer. Ja, total crazy, immer total crazy, so kennt man mich. Aber warte mal, du, Ruth, ah, das ist es, du, müde bin ich. Das ist der Titel für meinen neuen Film. Ah, ja, pass auf, du, ah, da spielt nur eine Frau mit und die heißt natürlich Ruth. Klar, logisch, ja, wird ein Frauenfilm, ne? Frauenfilm, ganz lieb, ganz süß, ganz, ganz problematisch auch irgendwie, ne? Frauen und Problematik, ein gutes Thema eigentlich, ne? Ja, es geht eigentlich, wie soll ich sagen, darum, es geht um die Problematik, wie Männer immer noch so Frauen unterdrücken und wie scheiße wir Frauen uns dabei fühlen irgendwie. Ne? Genau. Und der Hammer, du, also, ich spiele die Frau selber in dem Film, ne? Ja. Pass auf, ich kann dir mal einen kleinen Ausschnitt erzählen, pass auf. Du siehst in meinem Film also Folgendes, ne? Also unterlegen tue ich das alles mit Vollenweider Musik. Ja? Vollenweider liebst du auch, ja? Weil ich finde, seine durchgängig jazzige Phrasierungstechnik verästelt sich so durch terrassendynamisch temperierte polyphone Staffelungen zu einem neo, zu einem, wie soll ich sagen, so neomystizistischem Aquarell. Ne?
So. Seine Hafen- und Schengen-Improvisation als mittlerweile auch wieder dominante Strukturgerüst und nah- bzw. fernmelismatischen Reihen und Motivfloskeln, so einmal von einer männlichen Stimme nonverbal, also quasi instrumental aufgefächert von Trompeten und Traversflöten und diesen nicht mehr ganz elektronisch verfremdeten chinesischen und javanischen Gamelan-Percussion. Die werden so markiert von konzentrisch angelegten hymnischen Steigerungspartien und in Feinden. Sag mal, das interessiert dich, glaube ich, nicht. No. Das interessiert dich nicht. Na, pass auf. Oh, sorry, sorry. Pass auf, der Film. Du siehst ein Zimmer, ganz brutal. No. Ein Zimmer, du, na. Mann und Frau irgendwie, so, wie soll ich sagen? So Mann und Frau. Und dann, du siehst ein Zimmer, na, und Schnitt. Ist das nicht irre, du? Ein Zimmer und schon Schnitt? Es geht brutal los, du. Pass auf, Mann und Frau vom Toilettenspiegel, Mann rasiert sich und Schnitt wieder. Jetzt verlässt Mann grußlos, wortlos, kusslos die ärmliche Wohnung. Sie bleibt zurück, so mit der ganzen Problematik, schaut ins Leere. Also ich schaue so in mich hinein irgendwie. Jetzt auf einmal hörst du einen Schrei, anybody's crying irgendwie. Na, pass auf, Schnitt, Kamera, Kinderzimmer, halb total, ein kleines Kind kriecht schreiend ins Bild, na. Schreien, Tränen und so, ne? Und sie erfasst sofort die Situation, weißt du? Im nächsten Bild siehst du ganz groß, und das halte ich ganz lang, ne? Ganz lang und brutal drauf, siehst du Frauenhände. Frauenhände, ne? Frauenhände halt so unter geöffneten, vollen Windeln, so, weißt du? Genau, die ganze Problematik in einem Bild. Das lasse ich so... Das lasse ich so im so zwei Minuten stehen, dann irgendwie die Dramatik irgendwie. Ne? Aber jetzt kommt der Knall, nochmal Schnitt. Mann an seinem Arbeitsplatz im Golf irgendwie. Ja? Also Automontage Halle Wolfsburg, Katalysatoren Halle 5B. Mann im Kreise seiner Arbeitskollegen, Mann sehr wahrscheinlich gut drauf, Mann lacht. Mann lacht. Verstehst du diese feiste Männerlache irgendwie so? Haha, ne? Verstehst du? So ein brutales Haha, ne? Verstehst du? Sie voll in der Scheiße irgendwie, ja. Und er lacht so, ha, ha, ha. Ja, jetzt Schnitt wieder aufs Baby, das kleine unschuldige Ding. Und was macht das Baby? Es lacht auch. Natürlich, ein männliches Baby, verstehst du, ja. Und das ist es doch, was ich sagen will, diese frühmännliche Solidarität mit dem eigenen Vater, verstehst du irgendwie. Irrer Stoff, ne? Aber warte mal, du... Lass uns doch irgendwo was essen oder trinken gehen. Ich kenne da einen Griechen, der macht ein echt geiles Tzatziki, du. Ja. Ja, bei dem habe ich ein Gyroskonto, no. Sorry, das war ein Gag von mir, du. Ich bin manchmal so crazy irgendwie, ja. Aber pass auf, da könnten wir doch vielleicht so einen kleinen Gyro, so ein bisschen Tzatziki und so, na, und so ein bisschen Souvlaki tanzen und lieb und so und Kerzenschein. Und der Hammer, pass auf, ich wohne genau bei dem Griechen drüber irgendwie, ne? Ja, da könnten wir uns doch vielleicht bei mir mal meine Drehbücher ansehen oder so. Also ich sagte, du, wenn du die liest, ah, das haut dich um, ne? Ah, sorry, da musst du dich gleich so hinlegen auch, ne? Was? Du kannst jetzt nicht? Ah, das ist aber schade, Ruth. Ah, bleib doch noch ein bisschen da, muss weg, muss in die Regie. Ah, schade, bleib doch noch, du hast mir echt so tolle Sachen erzählt. Ah, schade, Ruth, ah, wirklich. Ah, sorry, pass auf, du, ich ruf dich an, okay? Ja, ich ruf dich an, ich kenn mich. Ich ruf dich an, ja. Dufte, alles klar. Gilbert, zahlen bitte. Scheiße. Arno, der Anmacher, ist wieder unterwegs. Arno, der Anmacher, geht dem Mädchen auf den Keks. Arno, Arno, jeder kennt ihn, keiner lässt ihn gerne weiterziehen. Er lächelt mal hier, er hechelt mal da. Arno macht die Mädels klar. Himmel, Himmel, heute schon angemacht worden, sag mal, Torte hier, Hammer schon angemacht worden, kleine Grinschnute hier, ja? So sollte man nicht auf die Frauen losgehen, ja, das ist falsch. Ich mach das immer so, ich geh in eine Kneipe rein, nicht wahr? Und das so über 15 Jahre lang, immer in die gleiche Kneipe, ja? Damit man sich mein Gesicht merken kann irgendwie, ja? Also Bräute sind meist auch immer da, die stehen da so, dann komme ich kringjovial, lässig immer mit der starken Jacke und mach die folgendermaßen an, so. Guck sie ganz kurz an und guck dann ganz lange weg, ja?
Nochmal zum Mitschreiben. Also ich komme mal rein in die Kneipe. Sehe die Braut da irgendwie, strammer Igel, gucke ganz kurz hin, ja, und gucke dann stundenlang, manchmal wochenlang weg, ja. So baue ich eine ungeheure Spannung zwischen uns auf. Und so lerne ich jeden Abend eine andere Frau kennen, ja. Okay. Wie sieht das heutzutage aus mit der Anmacherei? Nehmen wir mal ein durchschnittliches Mädel, 16 Jahre alt, sitzt in der Kneipe und was macht... Ich weiß nicht, worüber Sie jetzt lachen irgendwie, aber muss was Lustiges dran sein. Jetzt pass auf, 16 Jahre alt, gerade... 16 Jahre gerade der Pubertät entsprungen. Pubertät ist ja sowas, wenn man grübelt und weiß nicht worüber. Ja, also wie gesagt. Die Dame sitzt meist da, immer mit einer Zigarette bewaffnet und... Frauen, die rauchen, sehen immer so aus. Hervorragend, das Bild merken wir uns, ja? So. Jetzt kommt der Typ dazu im gleichen Alter, also ungefähr 13 Jahre alt, ja? Weil dazu muss ich was sagen, die Frauen fangen mit der ganzen Sache immer ein bisschen früher an, hören dafür aber eher auf, ja. Die Männer fangen immer später an, meinen dafür aber länger machen zu müssen, nicht? Also, pass auf, ein Typ mit 13 Jahren, wenn der so in die Kneipe kommt, nicht, sieht immer unsicher aus. Wie soll er sie anmachen? Natürlich über den Tanz, ist ganz klar. Tanzen ist immer noch der vertikale Ausdruck für ein horizontales Verlangen, ja. In diesem Falle können wir das auch gleich einmal ausprobieren. So, ich habe hier meine Musik dabei. Und jetzt folgendes, wenn du als Typ ankommen willst, musst du den amtlichen Zappelgruf drauf haben, ist ganz wichtig, ja. Wir die Älteren mussten das damals nicht. Also wir die Älteren haben damals nach folgenden Musiken getanzt. Zum Beispiel, wenn wir wild getanzt haben, haben wir nach Deep Purple zum Beispiel, ja. Oder Frank Zappa oder sowas. Aber Deep Purple war damals Schalt in Time. Und da haben wir bei Schalt in Time haben wir alle folgendermaßen getanzt. Ich kann das ganz mal kurz vorführen, wie das aussah. Ja, wir haben was gemerkt. Ja. Dachte ja. Gut, Frauen haben anders getanzt. Die hatten damals immer dieses anderthalb Meter rote, henna-geschwängerte Haar bis hier runter. Und die haben bei der Musik dann beim Tanzen immer die Kneipe geputzt mit den Haaren. So. Schlucht dann hier doch rum hier die Pfeile, ja. Deswegen nannten unsere Eltern vielleicht berechtigterweise diese Diskotheken auch immer Schuppen, ja. Naja, egal. Und es gab natürlich, wollen wir sagen, auch diese langsamen Musiken, so vielleicht von Peter Green und Fleetwood Mac, Albatros, ja. Wollen wir sagen, bei Albatros haben wir alle einen Flieger gemacht, ja, das ist dann voll gedröhnt bis unterm Haaransatz, ja, also ich war besonders voll, ja, also hier. Gut, und da haben wir alle einen Flieger gemacht, das sah so aus. Ja, den Flieger gemacht, nicht wahr? Da sind wir ja, kann man sich dran erinnern? Ja. Da sind wir praktisch damals schon die Warteschleife über Frankfurt geflogen, ja? So, aber bleiben wir bei den Mädels, bei den Jungs. Worauf achten Frauen ab einem gewissen Alter, sagen wir so mit 16, klar, da achten sie nicht auf das, wie tanzt, da habe ich ja gerade gesagt. Wenn sie etwas älter werden, achten sie auch schon mal auf die sekundären Geschlechtsmerkmale beim Mann, wie zum Beispiel gutes Einkommen, eigener Parkplatz, nicht wahr? Da guckt die Frau dann schon mal drauf, ja. Ganz wichtig für einen Mann ist immer, das weiß er meist nicht, starke Stimme, ja. Starke Stimme, starke Jacke, starker Typ. Also starke Stimme ist ganz wichtig, da kannst du aussehen wie ein Eimer, ja. Mit einer starken Stimme hast du sie sofort. Kann man gleich mal gucken hier. Also sag mal, starke Stimme. Du musst dir vorstellen, wie ihr sagt, sie steht da oder sitzt, da ist das Öhrchen von der Frau hier. Da muss sich ranschleichen, sie darf dich aber um Gottes Willen nicht sehen, ja. Da muss natürlich auch ein starker Spruch kommen, das hört man dann richtig laut, nicht? Muss sie ranschleichen so? Sie darf dich nicht sehen. Da musst du sagen: Hallo. Darf ich
ich mir am Feuer deiner Augen meine Zigarette entfachen. Starker Spruch, starker Spruch. Ja? Starker Spruch. Das mögen die Mädels, das geht dann hier so rein und setzt sich hier so fest. Das vibriert alles so, ja? Nicht wahr? Also so einen starken Spruch musst du schon bringen, nicht wahr? Die meisten Typen versuchen, über die Zigarette an der Frau ranzukommen. Ist ja auch nicht schlecht, nicht wahr? Aber meist dann immer so, sag mal, stört sich, wenn ich rauche? Dann sagt sie, von mir aus kannst du brennen. Die Frauen machen das heute, ja? Ist brutal, ja? Wie gesagt, über die starke Stimme. Was machen Männer noch? Natürlich tanzen. Klar haben wir noch einen Tanz da, und zwar den deutschesten Tanz aller Tänze, Lambada. Ja? Lambada, der ist ja für uns Deutsche gemacht worden, ja? Was brauchst du für einen Lambada-Tanzen, kann ich dir sagen. Also du brauchst hier so einen riesen Quadrizeps-Teil, ja? So ein, wie soll ich sagen, so ein Pierre Littbarski-Schenkel irgendwie. Lothar Matthäus, da wird die Braut draufgestülpt, ja, so oben. Und die musste dann versuchen, in einer Minute ohnmächtig zu schütteln, ja? Ist ganz wichtig, ja? Es ist ein sehr erregender sexueller Tanz, ja? Ja. So. Ja. Herzlichen Dank, Lambada. Was machen Männer noch, um an die Mädels zu erinnern? Leider können die Männer ja mit ihren schönen Autos immer noch nicht direkt in die Diskothek reinfahren. Ja, dann wäre das ja alles viel einfacher, nicht wahr? Schlimm wird es bei Typen, wenn sie anfangen, Sport zu treiben, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn sie anfangen, Tennis, Segeln, Reiten, Motorsport, Sackhüpfen für Betriebsfeste, nicht wahr? Oder Bodybuilding. Ja, ich habe auch Bodybuilding gemacht mal. Ist schon ein paar Jahre her, kann man noch ein bisschen was sehen. Ich zeige es mal ganz kurz hier. Ja, jeder Muskel ein Gebirge, ja, also. Soll man sagen, so sehe ich halt von vorne aus, ja, je nachdem, von wo man guckt, so von Profil, ja, nicht schlecht. Frauen achten auf Hände bei Männern. Weil Hände strahlen Einfühlungsvermögen aus, Zärtlichkeit, Sensibilität. Frauen achten auf starke, leicht behaarte, muskulöse Unterarme bei Männern, ja? Schön muskulös sein, nicht wahr? Und Muskel, ich suche jetzt mal einen Muskel, der muss ja irgendwo sein. Warte mal. Ja, da kann man schon was sehen hier, nicht wahr? Das ist nicht schlecht, das mögen die Frauen. Nun kann man natürlich als Typ nicht die ganze Zeit so rumlaufen, ja? Geht nicht, ja. Deswegen sag mal, wäre es ganz gut, wenn man noch so einen schönen Sperrholzrücken dazu hat, ja. Ja, so kann man sehen. Der muss in einer Septembersonne 30 cm Schatten schmeißen, ja. Oh ja. Weil damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Hinten kann sie ihr Kleid aufhängen, nicht wahr? Und vorne Sefa-Sex machen. Arm kann man eine Menge machen, ja. Gut, okay. Ja, oder aber natürlich Bizeps. Können wir uns auch noch kurz angucken. Nein. Warte mal, wenn Günther gleich kommt, du. Okay, man braucht natürlich immer eine Frau, die diese Muskeln in Wallung bringt. Ich suche mir jetzt wahllos eine raus und komme ganz spontan runter, nach längerer Überlegung. Man darf nie so schüchtern sein, immer drauf zugehen, ja, so? Können Sie mir mal helfen? Mit der linken Hand, darf ich Ihren Namen erfahren? Christiane. Hocherotisch, Christiane, ist das, hocherotisch. Das ist ganz hochkarätig. Christiane, würden Sie mir einen Gefallen tun, mit der linken Hand mal hier drüber streicheln? Das reicht, das... Das ist Energie, das ist ja besser als kreatives Husten. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Wahnsinn. Aber die Energie, die diese Frau ausstrahlt, es kommt schon. Können Sie hier nochmal machen? Ich muss mal jetzt zusammenreißen hier. Also, man sieht schon eine Menge.
Jetzt werden Sie sagen, anatomisches Wunder, das geht gar nicht, nicht wahr? Da hat er sich einen kleinen Goldhamster reingenäht. Der läuft jetzt immer rauf und runter, ja? Stimmt aber nicht, ja? Ist alles, muss man, ist ja egal. Also, was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet natürlich 1000 Volt in den Arm, aber im Kopf brennt die Birne nicht, ja? Also, alles klar, hau rein hier, immer. Hallo? Hallo, hier ist die Chantal Berger. Dankeschön. Ich habe kürzlich bei einem Diskotheken-Gesangswettbewerb mitgemacht und gewonnen. Diesen Rock hier. Danke. Und ich möchte heute meinen Siegertitel singen. Es ist ein Chanson von einer großen Chanson-Sängerin aus dem sachlichen Amerika. Das Lied heißt Woman in Love und ist von Barbara Streisand. Dankeschön. Danke. Life is a moment in space. When dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but deep inside, in a we never know why. Dankeschön. The road is narrow and long, when eyes meet eyes, and the feeling is strong. Danke. I turn away from the hole, I stumbled and fall, but I give you a door. I am the woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It's a love I defend. Was ist hier los, Emma? Was ist hier los? Bist du noch nicht weg, du? An Panama no, pass bloß auf, da. Ganz ruhig hier, ganz ruhig so. Geht ab hier. Ja, was geht hier ab, Hümme, hä? Kleine Zuckerschnecke hier, ganz ruhig hier sein, ne? Ganz ruhig hier. Ja, was ist das? Kiss es ohne Augen, hör mal. Hör mal, du bist jetzt mal ganz ruhig da unten durch. Komm dir da runter, du. Voll aus Gold, hör mal. Voll aus Gold, Rolex, hör mal. Hör mal, Rolex, hör mal, da musst du 20 Riesen hierfür auf den Tisch legen, hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal, die Riesen hier müssen die liegen, verstehst du, hör mal? Hier. Hör mal, die Riesen hier, mal, hier müssen die liegen, die 20 Riesen. Weißt du überhaupt, hör mal, weißt du überhaupt, wie viele Nullen das sind, hör mal? Weißt du, wie viele Nullen das sind? Die Riesen müssen für die Uhr, musst du hier auf den Tisch legen, hier. Hier hinter. Aber dafür arbeiten meine Mädels. Heute Abend in der Männershow. Sechs Paradiese hier im Fernsehen. Nummer hier, 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 komm hier, 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 meine Mädels, hier drin, Nummer. Immer, mal so ein bisschen mit den Titten wippen, Nummer. Was ist los hier, Nummer? Mit den Titten wippen, Nummer. Immer, hier, meine Perlen hier drin, ne? Weil, wollen wir sagen, das muss ja hier abgezahlt werden, ne? Das muss ja abgezahlt werden. Immer die Riesen müssen hier liegen. Oh, immer hier, hier, immer hier, dahin, immer. Ja. Immer jetzt mal ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Wir sind in den Zirkus. So.
Aber ich wollte doch mal was erzählen. Wir waren ja, also, muss abgezahlt, genau wie der Thailand-Trieb. Nach Thailand fahre ich nicht mehr. Wir waren jetzt in Griechenland, immer. Wir haben Griechenland, habe ich vorher gar nicht gekannt, das gibt immer Griechenland, immer. Pass auf, da sind wir da runtergedüst. Und zwar der Kalla, der Lalla, der Bärnchen und ich immer. Und der Kalla, der Lalla, der Bärnchen und ich, wir waren ein GTI, wir waren zwei 16 Ventiler und ein Einspritzer immer. Ein Turbo, Targan Turbo und zwei Einspritzer waren wir, hör mal. Nee, wir sind aus Italien da runter, nee, und ich immer, neue CD-Anlage im Auto, immer spitzenmäßig, immer schön viel Collins, Another Day in Paradise hören, immer spitzenmäßig, ne? Ja, wollen wir sagen, und also sind wir runtergefahren, unten da nach Bari oder irgendwo, und dann haben wir alle auf so eine Insel rübergeschifft, erstmal, ne? Aber auf so eine griechische Insel da rübergeschifft, irgendwie Klitos oder Siphos, ich weiß nicht mehr genau. Immer, alle mit dem Wagen runter, immer, mein Wagen sowieso, mein Lamborghini Testarossa, Lamborghini Testarossa, so, immer, so sieht der aus, so. Immer, da sitzt du so drin, immer, so, ne? Immer, ganz schwatter Teil, ganz geiler Teil, ganz schwatter Teil, ungefähr so, ne? Immer, 275er Schlaffen, BBS, König Tuning, alles König hier hinten, ne, BBS Tuning hin, weiter, immer. Bassreflexboxen hinten hoch und Mitteltöner vorne, eine Türverkleidung von 0 auf 100 in 6,3. Jetzt bist du dran. Was ist los? Ey, Mann. Komm du mir an mit deinem BMW, du. Hör mal, du siehst schon an der Ampel kein Gelb mehr. Hör mal. Der sieht an der Ampel die Sonne nicht mehr. Hör mal. Ah, ein E-Fahrer, wa? Wir verstehen uns. Alles klar, hör mal. Alles klar. Ist alles klar jetzt hier, oder? Immer, pass auf, sind wir Griechenland runter, wie gesagt, auf so eine Insel, und zwar, wo früher so eine byzantistische Kirche gestanden hat, nee, in der Ägäis unten, da haben, also sagen wir mal, nur byzantistische Kirchen stehen da. Da haben sie jetzt so eine schöne Hotelanlage hingebaut, die Kirche ist ja nach dem Krieg gefallen, nee. Immer, also eine schöne Hotelanlage gebaut mit so, wie soll ich sagen, so Strandzubehörketten und alles, was man so braucht, nee. Ja, und wir dann schön eingeschickt und morgens alle ab an den Strand immer. 12 Uhr mittags, sei nun alle ab an den Strand, der Kalla, der Lalla, der Bärnchen und ich immer. Der Kalla, Lalla, Bärnchen und ich immer, ne? Gebraten, guck mal hier ganz braun, schwattier, ich stehe auch braun. Ich habe mal geguckt, wo ist das Ozonloch, wo ist es immer. Die alten Pannemänner da, ne? Verstehst du? Ne, und hör mal, haben wir da gelegen und da sagt der Kalla auf einmal, guck mal auf den Thermometer, du, 44 Grad im Schatten, ne? Da hab ich gesagt, dann geh doch raus aus dem Schatten, du alten Banane. Du alten Banane, du. Meine Kalle. Meine Kalle. Wenn ihr demnächst mal bei mir in der Ecke seid, müsst ihr euch vier Sachen merken. Ist ganz wichtig. Ne? Macht ihr euch so über Minderheiten lustig, oder was? Ihr sollt vier Sachen merken. Schwagalla, Günther, Wattenscheid, Eierberg, auch ein, alles klar, du mach gut. Hier. Ja. Das ist noch ausgehen, die was nicht mehr tun. Oh. Ja, pass auf. Sorry, ich will nur mal telefonieren, du. Ich hab die Telefonnummer von Ruth rausgekriegt, hoffentlich ist sie da, du. I'm so crazy about in love, irgendwie. Sei da, du. Wie der, du. Ja? Hallo, Ruth. Ja, wer ist denn da? Du, hier ist der Rudi, du. Wer? Na, der Typ mit der Filmspule, kürzlich im Restaurant, weißt? Filmspule? Na, der Frauenfreund irgendwie, hallo. Ach. Grüß dich, sorry. Ja. Hallo. Ja, was willst du? Ja, du hast doch gesagt, ich soll dich unbedingt anrufen, du warst ganz wild irgendwie, verstehst? So hab ich das. Hast du gesagt, remember? Ja, und wie geht's dir? Oh, total durfte du, irgendwie lieb auch, ne? Du, ich bin kreativ im Augenblick, das grenzt an Wahnsinn. Ich bin okay, so du, dann werde ich jetzt mal Schluss machen, ne? Ja, aber du hast doch gesagt, ich kann dich jederzeit an... War doch was? Nee. Alles ist gut, tschüss. Ja, aber warte doch, wir können doch zum Griechen gehen oder... Wie... Ja, du lachst, ne? Sorry, du lachst irgendwie, ne?
Aber was bildet ihr Frauen euch eigentlich ein? Sorry. Sorry, was bildet ihr euch ein? Verstehst du, da liest man überall, ne? Das ist doch total uncool, verstehst du, ne? Da bringt man sich ein, irgendwie ist lieb und so weiter, ne? Verstehst du, ne? Da ruft man nachts um 1:30 noch an, ne? Und dann... Und dann so ein Upturn irgendwie, ne? Entschuldige bitte, sorry, du liest doch überall, Frauen entdecken die neue Lust, ja? Die neue Sensibilität der Frauen. Frauen nehmen sich, was sie wollen. Entschuldige, ich habe davon noch nichts gemerkt, ja? Dabei weiß ich wirklich alles über Frauen, ich kenne mich total aus, irgendwie, ne? Ich weiß alles über diese niedlichen, buschigen Dinger, irgendwie, ne? Ich kenne die gesamte Frauenliteratur, von Madame de Stael über George Sand, Simone de Beauvoir, Erika Jong, Ina Deta, Alice Schwarzer und Inge Meisel, was du willst, also. Wie soll ich sagen, als ich noch mit Eva zusammen war, also Eva kenne ich schon lange, ich kenne mich auch in Verhütung aus, wenn du das wissen willst, ja? Ich kenne mich auch in Verhütung auf, entschuldige bitte, ja, ob Pille oder Pessar. Ob Kondome, so mit oder ohne Geschmack irgendwie, na, so. Mit oder ohne Noppen, na, verstehst du, na? Leuchtröhren irgendwie, verstehst du? Ob Coitus Interruptus oder diese Knaus-Ogino-Temperatur-Messmethode, ich weiß genau Bescheid. Apropos Knaus-Ogino. Als ich noch mit Eva zusammen war, muss ich dir erzählen, na, also da habe ich ihr morgens immer so bevor sie aufwachte, so ganz zärtlich so das Thermometer so eingeführt irgendwie. Ne? Habe ich gemacht, ja. Und die Werte habe ich anschließend so fein säuberlich in eine Tabelle eingetragen, ne? Und da habe ich immer einen ganz lieben Kuss von ihr gekriegt dafür, ne? Das war so süß, ne? Das Problem war halt nur, sagen wir, dass die anderen Frauen in der WG den gleichen Service wollten, ja. Okay, da bin ich halt morgens ein bisschen früher aufgestanden. Habe ich halt meine Runde gemacht, ne? Habe ich mich nachmittags noch ein Stündchen hingelegt, ja. Ja, wie soll ich sagen, du, entschuldige, auch in der Sexualität, also praktisch im Sex direkt irgendwie, na, directly, na, also total so, na, kenne ich mich total aus, na. Also mit Eva habe ich das gesamte indische Kamasutra und das japanische Tao der Liebe geübt, das ist irre, du. Aber pass auf, du, das ist irre, du, da kann man sich stundenlang einfach nur streicheln, ja. Oder bei der Vereinigung, du, so wie ich sage, so 5 Stunden einfach nur drin bleiben, ja. Also praktisch ohne Hintergedanken oder so. Sagen. Das Problem war halt nur, dass Eva meist immer sehr früh eingeschlafen ist. Ne? Hat sie mich morgens immer gefragt, wie lange ich in der Nacht noch gemacht habe. Ja, verstehst du, ne? Und das fand ich dann wieder scheiße, ja, verstehst du, ne? Irgendwann fing sie dann an, mit so einem abgefuckten Ledertypen aus der autonomen Szene rumzumachen damals, verstehst du, ne? So eine Speckwand, so ein Mickey-Roke-Typ irgendwie, ne? Entschuldige, da habe ich aber mal rot gesehen, ja, da bin ich aber mal verdammt hart geworden. Sorry, da bin ich aber mal verdammt hart geworden, entschuldige bitte. Da habe ich aber alles ihrer Mutter erzählt, verstehst du? Ja. Oh, ich verstehe es nicht. Entschuldigung, eine Frau, die mich kriegt, ja. Aber die kann sich eigentlich vollkommen verstanden fühlen, ne? Ich kenne ihren Körper, ihre Seele, so, ne? Die Mondphasen und so, ne? Und ich mache sogar Pickel weg, ne? Und ich will dir noch was sagen, ob du es glaubst oder nicht. Bitte auch an deine Adresse, ja. Auch an deine Adresse, ja. Ich bin kein bisschen schwanzfixiert, wenn du das denkst, irgendwie, ne?
Wenn du das denkst, liegst du falsch, sorry. Ich weiß auch nicht, ich stehe viel mehr so auf, wie soll ich sagen, so auf Brüste und solche Sachen. Ja, manchmal denke ich auch, ich bin ein bisschen lesbisch oder so. Total crazy auch. Ne? Aber es ist schon irgendwie komisch, soll ich dir das sagen, du, ne? Es ist wirklich komisch, ne? Ich weiß zwar alles über Frauen, wirklich alles, ne? Aber keine will mich, scheiße. Wenn ich manchmal die Zeitung aufschlage und muss lesen, immer mehr Frauen degradieren den Macho zum Deppen, muss ich lachen. Wenn ich das schon höre, Probleme mit Frauen, ich habe sie alle gehabt. Die Schwarzen, die Roten, die Blonden, Brünette, Gefärbte, mit und ohne Haarteil. Welche mit Vollperücken. Ich habe auch mal eine mit einer Glatze gehabt. Und eine war dabei, die hatte gar keine Haare. Aber ich habe sie gehabt. Bei mir, nie bei denen. Das kann man nicht kontrollieren, habe ich recht. Wenn du eine Frau zu dir einlädst, dann muss alles stimmen. Du musst alles unter Kontrolle haben. Kein Staub. Das richtige Licht. Das heißt, in jedem Zimmer ein Dimmer. Kein Parfum, denn der Duft geht immer von ihr aus. Aber wasch dich vorher. Ich will euch jetzt mal ein paar Tipps geben. Ich glaube, ihr könnt sie gebrauchen. Die Stereoanlage muss an sein. Achte auf einen satten, mittig bis bassigen Sound. Frauen hassen hohe Töne. Sie produzieren selber genug. Am wichtigsten aber ist die Toilette. Ich sage nur pieksauber. Wenn du clever bist, hast du alles da. Tampons in jeder Größe. Camellia. Carefree. Hakelfeucht, aber unauffällig. Wenn sie bei dir klingelt, dann ziehe bloß nicht wieder diesen hässlichen Frottee-Bademantel an. Diesen braunen, hässlichen Frottee-Bademantel. Diesen miffig, muffig, braunen, hässlichen Frottee-Bademantel. Den du billig bei Karstadt oder sonst wo gekauft hast. Wenn schon, dann Seidenmantel mit Halstuch. Und ein Taschentuch mit Monogramm. Denn irgendwann wird sie vielleicht weinen.
Wenn sie drin ist, biet ihr erstmal einen Drink an. Immer auf Wodka-Basis. Da schmeckt man den Alkohol nicht so. Nach dem vierten, fünften Drink und Julio Iglesias ist es soweit. Du zeigst ihr das Allerheiligste. Abgedunkelt, 24 Grad Celsius. Keine Blumen, drei Kerzen. Massageöl und Kondome. Aber ohne Tralala, ohne Noppen und so weiter. Nimm einfach London Gefühlssignatur, habe ich recht. Und dann bietest du ihr eine Massage an. Zuerst auf dem Rücken. Am Anfang schämen sie sich immer etwas, aber das gibt sich. Nimm 50 Milliliter Süßmandelöl. 4 Tropfen Rosenöl, 3 Tropfen Sandelholz oder 3 Tropfen Bergamott. Und wenn du sie massierst, dann sag ihr was Nettes, Zärtliches. Gewinn ihr Vertrauen. Und wenn du singen kannst, ich habe gesagt, wenn du singen kannst, dann sing. Vor allen Dingen kauf dir Seiden-Satin-Bettwäsche. Die rutscht immer runter. Und du kannst sie ab und zu mal nackt sehen. Und noch eins. Wenn sie sagt, mach es mir härter, dann tu es. Und frag nicht, wie härter. Vor allen Dingen widersprich nie einer Frau. Warte ein paar Minuten, dann tut sie es von selbst. Vor allen Dingen tu es immer so mit einer Frau, wie du es für dich selbst tun würdest. Denk zuerst an dich. Der Orgasmus kommt von allein. Bei beiden. Okay, Leute, das war's von mir und das war's von dieser Show. Tut es einfach. Tut es heute. Tut es morgen. Tut es jetzt. Adios.